Hallo, mein Name ist Bernd Kapitein und ich bin 50 Jahre alt. Ich möchte Ihnen einmal kurz meine Lebensgeschichte erzählen. Nach Abschluss meiner Ausbildung zum Schauspieler war die erste Gelegenheit, die ich zu spielen hatte, im Kölner Schauspielhaus in der Eröffnungsintendanz von Günter Krämer, die Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht. Der erste Probentag war, wir mussten auf einer riesigen Freitreppe stehen. Ich hatte eine kleine Nebenrolle mit drei anderen Schauspielkollegen. Wir waren Polizisten und mussten mit Schwung eine Treppe herunterlaufen. Kurz vor dem letzten Absatz habe ich mich langgelegt, bin ins Büro von Herrn Krämer gegangen und habe gesagt, dass es unverschämt sei, so mit uns umzugehen. Er hat gesagt, ich sei unverschämt, so mit ihm zu reden. Ich könne gehen. Daraufhin habe ich gesagt, er sei ein Arschloch und ging. Der Clou an der Geschichte ist, dass das der Beginn einer 10-jährigen Karriere war, wie man sich einen schlechten Namen macht. Ich habe sowohl in der freien Theaterszene, als auch in Schauspielhäusern, als auch in Freizeitparks, als auch in Messejobs, in denen ich gearbeitet habe, ständig dafür gesorgt, dass der Erste, der nach Hause geschickt wurde, ich war. Dann kam das Jahr 2004. Ich war nicht mehr der Jüngste, aber ich musste plötzlich anfangen, seriös zu werden. Meine Frau und ich haben im Jahre 2004 die Film Acting School gegründet, eine Schauspielschule, die sich auf Film und Fernsehen spezialisiert hat. Jetzt musste ich natürlich anfangen, Schüler zu werben. Das heißt, ich musste die Eltern der Schüler überzeugen und ich musste Dozenten gewinnen, damit unsere Schule auch einen guten Ruf bekommt. Deshalb musste ich mich anders anziehen und musste anders auftreten. Mittlerweile arbeiten in unserer Schule Dozenten wie Niki Stein, Marco Kreuzpaintner, Stefan Gebelhoff, Antje Lehmann und. Und mittlerweile ist es auch so, dass etliche unserer Schüler in Film und Fernsehen arbeiten. Aber in mir brannte immer noch auch der Schauspieler. Das ist ja das, was ich Ihnen erzählen möchte. Der Schauspieler. Der Schauspieler, der immer Schauspieler bleibt. Und ich habe jede Gelegenheit genutzt, sobald irgendein Regisseur kam und mit unseren Schülern arbeitete und es gab eine Rolle, in der jemand älter als 30 war, habe ich die Rolle übernommen. Und die Regisseure sagten unisono, das ist so schade, dass du so merkwürdig angefangen hast in deiner Karriere. Du hast eine tolle Präsenz, das machst du gut. Und allmählich wurde ich größer, bekam mehr Selbstvertrauen. Dann kam das Jahr 2009. Ich sah im Fernsehen mit meiner Frau zusammen die Sendung Mission Impossible und sah neben Til Schweiger einen amerikanischen Juror, Bernard Hiller, der der einzige unter allen war, der nicht nur die Brustgröße und das Aussehen der Frau bewertete, sondern das schauspielerische Talent. Und ich sagte, den schreibe ich an, so wie ich das immer getan habe. Einfach eine E-Mail senden und sagen, wir finden Sie gut, möchten Sie nicht mit unseren Schülern arbeiten? Und er sagte, besser, ich arbeite nicht nur mit den Schülern, ich arbeite auch mit Profis, wir machen in eurer Schule eine Masterclass. Und im Herbst 2009 hat er in unserer Schule die erste Masterclass gemacht. Daraufhin habe ich noch viele andere Masterclasses mit ihm gemacht, zwei davon im letzten Jahr in Los Angeles. Das war das allergrößte Erlebnis für mich. Da saßen dann Casterinnen wie Jane Jenkins, April Webster, die größten Spielfilme in Amerika casten, Regisseure wie Brad Ratner und Andy Tennant. Ich war auf einer Bühne mit amerikanischen Kollegen und spielte. Und diese Menschen sagten das Gleiche, was die deutschen Regisseure gesagt haben. This guy is crazy. This guy is good. You're 50 years old, but it's not the end, it's the beginning. Und deswegen habe ich mir das zu Herzen genommen, was Bernd Eichinger auch gesagt hat, ein Schauspieler, der nicht spielt, ist kein Schauspieler. Ich war Schauspieler, ich bin Schauspieler und ich werde immer Schauspieler sein. Vielen Dank. Hi, my name is Bernd, I'm 50 years old and I'm a German actor. I recently worked in L.A. with the famous acting coach Bernard Hiller and it was a great experience for me to meet such wonderful people like April Webster. She's a very famous casting director. She's a casting director for Star Trek and Mission Impossible and so. And I met Jane Jenkins and Brad Ratner and Andy Tennant and such wonderful, great actresses and actors. And I felt like home in LA. It was wonderful. All of the people in LA are actors and they love to be actors and they love that I love to be an actor too. Thank you.